in der letzten Episode. Okay. Was? Das ist ja schön. Oh, das ist ja schön. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei Alien Isolation. Wir sind in der Folge 11 und in der letzten hat leider der Coolman als Futter für das Alien gedient. Da ist der Rekorder, aber man kommt da ja nicht rein. Das Gemeine ist, das Vieh hört halt die ganzen Türen. Ja. Das heißt, jedes Mal, wenn wir durch eine Tür gehen, hört das natürlich auch. Und das ist schon die ganze Zeit unser Problem. So, ich will gerade mal gucken. Ja, irgendwie kommen wir nicht da rein. Gut, man könnte hier nochmal außen rum gehen und dann... Weißt du was? Leck mich. Nee. Das ist mir dann doch zu krass. Wir wollen ja mal vorwärts kommen und nicht mehr nur... Mal Katz und Maus mit dem Alien spielen. Ich will gerade mal gucken. Ist das der Fahrstuhl? Bestimmt steht ja Elevator drauf. Dann schleichen wir uns mal in den Fahrstuhl. Hoffentlich allein. Ah. Gut. Gehen Sie zur San Cristobal Krankenstation. Finden Sie ein Medikit? Aber wir haben doch schon ein... Ach nee, Ziel aktualisiert. Ist nicht so laut. Finden Sie ein Medikit? Na joho, als hätten wir nicht schon eins dabei. Ah ja, das ist ja schön. Ihr kennt ja das mit dem Speichern. Wenn man speichern kann, dann sollte man das auch tun. Das ist ja schön, dass hier hinten so ein Segment eingezeichnet ist und sonst nichts. Finden Sie ein Medikit? Das Lustige ist, wir haben zwei. Wir könnten sogar noch fünf bauen. Wieso müssen wir dann eins finden? Surgical Instruments, ah ja. Für OPs. Instrumente. Oh. Oh oh. Ist vielleicht hier eins drin? Nö, aber ein Ladungspack. Sekunde. Ja, soll hier irgendwo sein. Zumindest sollen wir hier suchen. Das ist die Aufgabe. Ja. Tür verschlossen. Okay. Sekunde. Drauf ist nichts. Okay. Ah ja, die Deckenschächte schön im Auge behalten. Was ist hier? Die ist wahrscheinlich auch verschlossen. Ein Elektroschocker. Ja. Was bringt das Ding? Wählen Sie ein Menürad aus. Sekunde. Das machen wir gleich. Ja, ich wollte eigentlich was nehmen, aber gut. Was? Achso. Schrott, okay. Wo hampelt denn das rum? Sekunde. Was macht denn der Elektroschocker? Ich muss mit dir reden. Ich habe hier eine Leiche, die zum Marshall-Feld gehört. Weiblich, Ende 30, Brust. Und ich habe keine Ahnung, wie lange Marshall Wade sie da oben behalten will. Aber es ist eine ziemlich heikle Situation. Ich werde ihre Diskretion benötigen. Und ich werde ihr auch ihr Vertrauen in diese Angelegenheit brauchen. Kommen Sie in mein Büro, Lingard. Medizinischer Offizier. Frank, Ihre Bedenken bezüglich der Schließung von San Cristobal wurden notiert. Ich versichere Ihnen jedoch, dass die Evakuierung 100% nötig und nur vorübergehend ist. Meine Priorität ist das Wohlergehen der Lebenden. Sie scheinen sich mehr um die Toten zu kümmern. Wenn Sie sich um Energieschwankungen, die Temperatur in der Leichenhalle und den Zustand der Leichen sorgen, passen Sie das Kühlmittelsystem an. Verschwinden Sie einfach so schnell wie möglich. Lingard.
Lebensmittelsystem aktivieren. Hä? Was? Ja, dann E auswählen. Ist ja interessant. Ja, irgendwie hakt das grad. Naja. Hier hinten könnte man sich verstecken. Ja, könnte, wenn man nicht so tollpatschig wäre. Okay, fehlt da so ein Kühlmittelsystem? Sekunde. Wir schauen mal auf die Karte. Taylor ist verletzt. Durchsuchen Sie dann bis bald nach einem Medikit und kehren Sie dann mit zur Transitstation zurück. Heißt das, wir müssen jetzt noch so Dingensausschau halten hier? Wahrscheinlich reicht das dann nicht, oder? Was sind hier auch Androiden unterwegs? Sekunde. Ja, irgendwie will das nicht. Ist das so ein Ding hier? Nö. Ach, das Ding ist offen. Sehr schön. Kältekammer 2. Oh oh. Die stapeln die Leichen hier schon, das ist ja schön. Ah. Gut. Das müssen wir dann da drüben anbringen, okay? Keine Kartons umschmeißen. Naja, es ist nah. So, kann man es jetzt? Komm. Ja. Ja. E. Ja. Hat das jetzt automatisch aktiviert oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich bleib mal lieber hier hinten. Mhm. Es war ja klar, dass es irgendwann noch kommt. Okay. Komm, mach die Tür zu. Danke. Ich werde jetzt gern das Kühlsystem aktivieren. Nein. E. Wieder hier aktivieren und optimal. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt passiert ist. Was? Keine Ahnung, behalt das mal. Gut, da steht jetzt ja nichts dazu da. Letzten Endes müssen wir wahrscheinlich dann hier durch irgendwie. Diese Rechner.
Tür aufmachen und dann mal gucken, ob es reagiert. Es wartet halt immer. Ob irgendwann sich was bewegt. Naja, so ein Katz-und-Maus-Spiel. Wer sich zuerst bewegt, verliert. Ja, die Lichter im Boden sind wichtig, dass diese Kühlmittelteile angestrahlt werden. So, dann gehen wir mal hier rüber. Drüber haben wir schon nichts gefunden. Nö. Da gibt es eine Neuverkabelung. Okay, dann schauen wir mal, was es hier vielleicht gibt, was uns weiterhilft. Schachtzugang, Luftreinigung aktiv. Wie Schachtzugang ist deaktiviert. Dann machen wir die Luftreinigung halt ausmachen. Samuels, da ist eine Dr. Lingard, leitende medizinische Offizierin. In ihrem Büro sollten Sie herausfinden können, wo hier alles gelagert wird. Viel Glück, Ripley. Beeilen Sie sich. Das ist ja schön. Das war es also gewesen. Na ja, gut, okay. Und irgendwo soll es auch noch eine Karte geben. Habe ich da irgendwas übersehen? Ist das hier drin dann? Ach, so eine Karte wieder. Hm, Moment. Das waren auch die Dinger hier. Ja, da haben wir schon ein paar, guck mal. Naja. Die kann man... McCormack. C-Ward. St. Cristobal, C-Parose. Whitechapel. T. Miller. Z. Watson, ja, das war die erste. Und dann war noch A. Fielding. Vermisste Person. So. Okay. Durchsuchen Sie Lingards Büro nach Informationen. Und da müssen wir wahrscheinlich dann durch. Ich würde sagen, wir speichern nochmal. Ja. Solange da nicht Gefahr ist, nahe steht, ist es ja immer noch halbwegs okay. Aber da haben wir zumindest das festgehalten. Das ist ja schon mal praktisch. Sofern man das in diesem Spiel überhaupt behaupten kann, dass was praktisch ist. Okay. Gut. Schauen wir auf die Karte. Da steht nur eine Leiter, okay. Das Schöne ist, das Alien hampelt ja auch hier herum. Ja. Sekunde. Das ist ja schön. Signal. Kann man sich hier irgendwo verstecken? Ich suche. Nach einem Platz, wo man sich verstecken kann, aber hier ist alles gut zu. Sag mal, kannst du den Pylon mal in Ruhe lassen? Oh oh. Naja, das
Das ist nicht der Raum. Hygieneraum, das ist, geht halt in falsche Richtung. Oh. Das geht nicht gut. Mhm. Ach, verdammt. Tja, da ist das Leben einfach weg. Ja. Okay. Gut. Zu Deutsch. Irgendwo mitten im Raum stehen. Ist keine Idee, sich zu verstecken. So, also da müssen wir durch. Da hilft alles nichts. Wenn es da wischt, dann haben wir aber Leula die Waldfee. Ich frage mich, ob es in der Station auch so warm ist. Es trägt zu dem Spiel gehörig bei. Okay. So. Das ist ja dann eigentlich... Na, da kommen wir ja nicht durch. Nicht hier. Ah ja, sehr schön. Nee. Ich will mich jetzt nicht verstecken. Ich versuche eigentlich erstmal vorwärts zu kommen. Was? Ah ja. Lauf, Mädel, lauf. Das ist also Lingards Büro mit einer Karte. Okay. Nein, was machst du denn wieder? Na gut, wobei Medikit eigentlich auch egal ist. Durchsuchen Sie Lingards Büro nach Informationen. Ah, ist es das? Gilt das auch für das Alien? Rennt hier herum. Ja, momentan können wir auch nicht viel bauen, also von daher ist ja auch egal. Hier, Rohrbombe. Wobei, Rohrbombe könnte man jetzt sogar tatsächlich bauen, aber ich habe jetzt keinen Bock, hier mit mich mit dem Alien noch ein Gefecht zu liefern. Nee. Sie ist noch oben. Komm. Nachricht an Lingard, bei deren Rückkehr die Patienten auf der Traumastation wurden bestmöglich für den Transport stabilisiert, bevor Waits hier alles abregelt. Ich gehe nach oben zur Psychiatrie und sehe zu, dass keiner trödelt. Die Arzneiausgabe ist jetzt leer, jegliche Erste Hilfe und Medizinvorräte von San Cristobal sind nun bei Ihnen oder anderswo auf der Station. Ich hoffe, Sie kommen mit den Nachrichten zurück. Gute Nachricht zurück. Totenschein Foster C, Todesursache geheim. Ungültiger Pfad. Stellungnahme zum Bericht aufgenommen, 13. Mai. Hier Lingard, medizinische Offizierin Sevastopol-Station. Ich möchte zu Protokoll geben, dass ich bezüglich des Indexpatienten der Anesidora unter Zwang gestellt wurde. Ransom, Seeksons Einsatzleiter, er hat gewisse Drohungen gegen meine Karriere und meine Zulassung gemacht. Das will ich dokumentiert haben. Aber Gott steh mir bei. Diese Frau brauchte Hilfe. Ich wusste nicht, was für ein Parasit das war. Aber er hat etwas in ihrem Inneren abgelegt. Es tut mir leid. Mir waren die Folgen nicht bewusst. Wie denn auch? Aha, was hat sie denn gemacht? Durchsuchen Sie den Operationssaal nach einem Medikit. Na super. Müssen wir jetzt wieder... Ja, wie kommen wir da wieder hin?
Sicherheit. Tja, das ist eine sehr gute Frage. Okay. Momentan scheint es ruhig zu sein. Betonung liegt auf scheint. Ja. Irgendwo da. Da irgendwo rennt's rum. Tja. Was? Los, nimm deinen Schwanz rein, sonst wird er noch abgeschnitten von der Tür. Wo geht denn das lang? Kannst du dich wieder in deine Schächte verschwinden? Das ist doch viel spannender. Tja, anscheinend nicht. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge versuchen wir hier hinten hinzukommen. Gut, das Alien hat uns einmal gesnackt, weil wir uns in der Personalkombüse nicht verstecken konnten oder auch nicht versteckt haben. Ich glaube, da weiß ich gar nicht, ob es da irgendwas gab. Auf jeden Fall diese Schränke, ich weiß nicht, ob man die benutzen soll. Die sind ja doch sehr laut. Jetzt ist halt die Frage, hier sieht man ja so einen Ansatz, das heißt, man könnte vielleicht hier irgendwie durch dann durchgehen oder durch die Sicherheit, das weiß ich nicht. Hier hinten gibt es auch noch so einen Punkt, wo möglicherweise noch was angebaut sein könnte. Naja, alles weitere dann in der nächsten Folge. Dann danke ich euch fürs Zuschauen, ich wünsche euch einen coolen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.